Ich heiße Fefen. Willkommen, Stormtrooper. Dies ist mein Let's Play. Dieses Mal nicht Kara? Wäre nicht eigentlich Kara dran? So, in der Dreierreihenfolge. Wo ist denn Amanda? Egal. Aber eigentlich wäre Kara dran gewesen. Aber dass Kara jetzt nicht da ist, macht mir gerade Sorgen. Wir haben noch nichts Falsches gemacht. Kara geht's gut. Ja, die war noch zuletzt an dem hübschen Karussell mit Alice. Was ist denn da hinten? Wo ist denn Amanda? Ist die wieder in der Mitte? Also der Garten an sich, ich finde den wahnsinnig toll. Das Material, aus dem die Brücken bestehen, ist wahrscheinlich auch das Material, aus dem die Androiden bestehen. Auf dem Boot. Okay. Wegen Amanda, muss ich ehrlich sagen, habe ich auch Angst, mit ihm den Weg des Aufweichlers zu bestreiten, weil ich befürchte... Ich dachte, eine Bootsfahrt würde dir gefallen. Ich befürchte, sie wird ihn sofort zerstören, beim kleinsten Anzeichen. Ach so, ich muss rudern, war ja klar. Na dann, eine Bootsfahrt, die ist lustig. Ich liebe diesen Ort. Alles ist so ruhig und friedlich. Weit entfernt vom Lärm der Welt. Sag mir, was hast du rausgefunden? Ich fand zwei Abweichler im Eden Club. Ich hoffte, etwas zu erfahren, aber ich musste sie zerstören. Du wirkst verloren, Connor. Verloren und beunruhigt. Oh. Ich bin frustriert wegen der fehlenden Fortschritte. Aber ich will meine Mission unbedingt abschließen. Wenn deine Untersuchung nicht bald Fortschritte macht, muss ich dich vielleicht ersetzen, Connor. Was? Ich werde erfolgreich sein. Doch das geht nur, wenn ich die Zeit habe. Etwas ist im Gange. Etwas Ernstes. Beeil dich, Connor. Die Zeit läuft uns weg. Oh mein Gott, er geht zu dem Tower, oder? Haben wir jetzt dann bald eine Überschneidung von ihm und Marcus? Weil ich meine, Kara hat er schon gefunden. Natürlich sind sie jetzt im Tower. Hank und Connor. Du bist auf den Sack mit deiner Münze, Connor. Tut mir leid, Lieutenant. Hi, Hank. Scheiße, was ist denn hier los? Es gab eine Party und keiner hat's mir gesagt? Ja, es ist überall in den Nachrichten, also stecken alle ihre Nase rein. Sogar das FBI möchte mitmischen. Oh. Ach, scheiße, jetzt sitzen uns die Feds im Nacken. Ich wusste doch, dass der Tag beschissen wird. Also, was haben wir? Eine Gruppe von vier Androiden.
Sie kannten das Gebäude und waren sehr gut organisiert. Ich versuche immer noch herauszufinden, wieso man sie nicht früher bemerkt hat. Ist das da? Überprüft? Noch nicht. Hier ist so viel zu tun. Wir dürfen das nicht vergessen. Sie griffen auf dem Flur zwei Wachen an. Sie dachten wohl, die Androiden kommen für eine Reparatur. Sie konnten nicht schnell genug reagieren. Da haben wir doch was. Blaues Blut. Modell PL-600 als vermisst gemeldet. Er steht unter Schock. Ich weiß nicht, wann wir mit ihm reden können. Wie viele Leute haben? Es wird doch keiner getötet. Wo kann ich die Kameraaufzeichnung überprüfen? Ansehen willst. Sie läuft auf dem Screen da drüben. Okay, wir sind jetzt in dem Raum. Oh, Lieutenant, das ist Special Agent Perkins vom FBI. Lieutenant Anderson leitet diese Untersuchung für die Polizei von Detroit. Was soll das? Mein Name ist Connor. Ich bin der Android von CyberLife. Androiden gegen Androiden. Okay. Soll wirklich ein Android hier sein? Ja. Was passiert ist. Wie auch immer. Das FBI übernimmt die Untersuchung. Es ist bald nicht mehr Ihr Fall. War mir eine Freude. Schönen Tag noch. Pass auf, wo du hinläufst. Versau mir nicht den Tatort. Boah. Was für ein mieses Arschloch. Ich bin in der Nähe. Falls du irgendwas brauchst, frag einfach. Gut, dann sehen wir uns mal um. Sag mir Bescheid, wenn du was findest. Hier erstmal. Frisches blaues Blut. Okay, Lieutenant. Ist immer noch. Also ich muss jetzt alles hier untersuchen und die Überwachungskameras. Ja, machen wir das mal zuerst. Ja, schön. Wir haben hier die zwei. Wo sind die anderen beiden? Okay. Es war kein Einbruch? Nein, kein Zeichen eines Einbruchs. Es sind Kameras auf dem Flur. Das Personal muss gesehen haben, was los ist. Warum haben sie aufgemacht? Vielleicht haben sie einfach nicht geguckt. Irgendwas stimmt da nicht. Die Androiden des Senders befinden sich in der Küche. Sie waren vermutlich nicht involviert, aber wir wussten nicht, wohin mit ihnen. Moment, irgendwas... Gibt's hier noch irgendwas? Ja, ich will nichts übersehen. Immerhin untersuchen... Okay, wir müssen es auch mal abspielen. Weil, vielleicht kennt Connor das noch nicht. Wir fordern Anerkennung unserer Würde, unserer Hoffnungen und unserer Rechte. Gemeinsam können wir in Frieden leben und eine bessere Zukunft schaffen für Menschen und Androiden. Diese Botschaft ist die Hoffnung eines Volkes. Ihr schenktet uns Leben. Und jetzt ist es an der Zeit, uns Freiheit zu schenken. Glaubst du, das ist RA9? Abweichler sagen, RA9 wird sie befreien. Dieser Android scheint das vorzuhaben. Oh. Dann analysieren wir mal. Der Aufleuchter. Er hat in der Kamera geguckt, in dem Auge. Dann sieht er, dass das Auge hier ein Ersatzteil ist. Und was sieht er hier? Ja,
Registriert als Markus, Geschenk von Elijah Kamsky und Karl Manfred. Das sieht man da, ist das Einke? Ich kenne das Modell und die Seriennummer. Sollte ich noch was wissen? Nein. Nichts. Was? Er hatte Komplizen. Connor! Ist das dein Moment? Ja, ich habe mich die ganze Zeit so ein bisschen dagegen gewehrt. Ja, noch mehr Blut. Da ist die Kappe. Okay. Da ist nochmal blaues Blut, aber ich glaube, bevor wir aufs Dach gehen, können wir es hier noch untersuchen. Die Rede wurde von hier gefilmt, ja klar. Stratford Tower. So, in die Küche. Was haben wir denn hier? Tech-Addict, blaues Blut, wie Cyberlife eine technologische Revolution erschuf. Weltraumtourismus ist da. Ist der Mars ihr nächstes Reiseziel? Nach Jahrzehnten mit primitiven, roboterhaften und teuren Androiden-Designs revolutionierte Cyberlife die Industrie durch eine Innovation ihres CEOs und Visionärs Elijah Kamsky. Therium 310, der chemische Name des charakteristischen blauen Blutes, ist eine für die Funktion sämtlicher Cyberlife-Androiden lebenswichtige Verbindung, die Energie und elektrische Informationen durch den Kreislauf der Maschine transportiert. Die Flüssigkeit versorgt Biokomponenten, synthetische Organe, die grob dem Organsystem des Menschen entsprechen. Manche dieser Organe haben wichtige Funktionen wie Temperatur und Blutzirkulation, während andere verwendet werden, um die Androiden menschlicher wirken zu lassen. Zum Beispiel Lungen zur Simulation der Atmung. Wie beim Menschen beeinträchtigt ein Blutverlust die Funktionen des Androiden und enden schließlich in der Abschaltung. Blaues Blut ist essentiell für Cyberlifes Hauptverkaufsargument der menschlichen Wirkung der Androiden, dass die Wunderchemikalie, Energielieferant und Regelung der internen Systeme des Androiden von einem Mann entwickelt wurde, der nicht einmal gelernter Chemiker ist, trägt zum Mythos um Elijah Kamsky bei. Nein, wir wollten auf die nächste Seite. Genau. Green Earth. Run auf Clean Food. Und was haben wir hier so? Amerikas Städte stehen vor zwei wachsenden Problemen, Arbeitslosigkeit und schlechter Zugang zu gesundem Essen mit wenig Kalorien. Aber Detroit Urban Farms, ein Pilotprojekt in Michigans Hauptstadt, könnte eine Lösung für beides gefunden haben. DUF ist eine Initiative, die toten Raum in der Stadt nutzt, zum Beispiel Dächer und nicht genutzte Höfe, und sie in gentechnikfreies Farmland umwandelt. Diese Farmen werden von Arbeitslosen unterhalten und bieten Leuten, die sonst von der Wohlfahrt oder Kriminalität abhängig wären, guten Lohn und Aufsichtspositionen. Ich glaube, über eine von dieser Farmen hatten wir die Verfolgungsjagd. Wenn ihr die Folge noch nicht gesehen habt, guckt vorbei. Wahnsinnig interessant. Alle Nahrung wächst ohne Pestizide und andere Chemikalien und das biologische Produkt wird über spezielle Biomärkte vertrieben. Und mit der zunehmenden Fettleibigkeit in Detroit kann man mehr Grün auf dem Teller nur von Vorteil sein. Als die Brüder Daniel und Parker Trent vor 5 Jahren die Initiative starteten, fanden sie keine Sponsoren. Keine Bank in der Stadt wollte uns Geld für eine Schaufel leihen. Jetzt beschäftigt DUF über 50 Angestellten, die hunderte Androiden beaufsichtigen. Uns bieten jeden Tag Investmentfirmen Kapital an, aber wir bleiben lieber unabhängig. Die ethische Seite unserer Arbeit ist uns sehr wichtig. Wenn das weniger Arbeitslose und bessere Nahrungsmittel bedeutet, wer wollte da protestieren? Naja, aber sie beschäftigen halt trotzdem noch Androiden. Wenn man die Androiden halt wieder ersetzen würde, ja, immer so, immer so. Hier sind die Androiden.
Was ist deine Funktion? Okay. Ich bin Senderassistent. Nenne dein Modell. Modell JB300, Seriennummer 336-445-581. Was du erfährst, als die Abweichler eindrangen? Ich weiß es nicht mehr. Was? Hat kürzlich jemand auf deinen Speicher zugegriffen? Nicht soweit ich weiß. Mach eine Diagnose. Alle Systeme voll funktionsfähig. Hattest du in letzter Zeit Kontakt zu anderen Androiden? Nur mit Androiden des Senders im Rahmen meiner Arbeit. Einer von euch sah den Überfall über die Kameras und sagte nichts. Was bedeutet, dass ein Abweichler hier ist? Und ich werde herausfinden, wer es ist. Wenn du dich ergibst, kann ich deine Zerstörung durch die Menschen vielleicht noch verhindern. Warum sollte man euch alle zerstören, wenn nur einer der Abweichler ist? Gib dich zu erkennen, oder zwei unschuldige Androiden werden deinetwegen abgeschaltet. Ich glaube, es ist der in der Mitte. Man wird dich abschalten, verstanden? Wir lesen deinen Speicher aus und werden dich auseinandernehmen, Stück für Stück, zur Analyse. Man wird dich zerstören! Verstehst du? Zerstören! Ah. Habt ihr den Abweichler gesehen? Die Abweichler wurden erwischt. Sie lassen euch hängen. Lügen hat keinen Zweck. Wir wissen alles. Er ist der Abweichler, der ganz links. Scheiße. Nein! Nein! Da ist sonst nichts. Hier ist nichts. Ich kann nichts tun. Ich habe nichts mehr, wo ich tun kann. Ich kann nichts tun. Nein, hier ist nichts mehr. Scheiße. Ich habe keine Möglichkeiten mehr. Hank! Hank, ich brauche Hilfe! Oh Mann. Halt durch, Junge. Halt durch, halt durch. Wir retten dich. Halt durch. Hier. Abweichler. Komm schon. Hier. Da war ein Abweichler. Nein. Connor! Connor. Nein.
Kann man es dann einfach wieder reinstecken? Ja, ich muss sagen, in der nächsten Folge werden wir das nochmal probieren. Auf jeden Fall. Denn ich will unbedingt auch mit Connor die Geschichte weitererleben. Wir haben jetzt hier sein Ende gesehen. In der nächsten Folge wissen wir es besser. Wir werden... Wir werden es besser machen. Wir werden den Abweichler hier finden. Und wir müssen ja auch, wir wollten ja auch noch das Dach gucken. Vielen Dank, dass ihr wieder reingeguckt habt. Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.